Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zurück, werte Zuschauende auf diesem Kanal, zu unserem heutigen neuen Video, wo es mal wieder heißt Opening bzw. Unboxing, ja, des letzten Artikels fürs TCG für dieses Jahr. Die Rede ist da vom Structure Deck Dark World, ja, die Neuerscheinungen der Monster der finsteren Welt und der Reprints der alten Karten des Dark World Themas und natürlich der Danger Karten. Wie immer an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an den Verkäufer meines Vertrauens, viel Lunio da draußen, ein riesiges Dankeschön, dass der Artikel auch pünktlich zum Release-Tag da war, um von mir für euch da draußen geöffnet zu werden. Was sich dort drin verbirgt, sehen wir nach dem kleinen Intro. Und übersprochen, da sind wir zurück und dann schauen wir da mal rein in das Structure Deck der Dark Worlds. Oh, das ist eine schwierige Verpackung. Ey, ohne Scheiße, muss ich ja richtig dran ruppen. So. Folie einmal ab. Display, wie man es von Hause aus erkennt. 8 Stück an der Zahl, immer das gleiche drin. Da haben wir das Structure Deck Dark World per se mit unserem neuen Cover Monster Deutsch erste Auflage. Dann schauen wir da halt mal rein. Denkt dran, immer Structure Decks von unten öffnen. Dann fällt euch alles auch locker flockig in die Hände. Und es hinterbleibt bloß ein bisschen Papiermüll. Ja. Deck per se und die Spielmatte gucken wir natürlich auch an, was haben sie sich diesmal vom Design her gedacht. Aha, aha, aha. Graffa. Coole Karte, mochte ich früher schon gut leiden. Dark World Structure Deck. Naja, dann gucken wir da mal rein. Und hier würde ich immer sagen, fangt von oben an, hier gibt es mal eine Lasche. Ich habe dabei schon so viele Coverkarten zerstört, weil man mit dem Fingernagel da einfach drauf rumschabt. Und da sind die einfach nicht mehr genügend, da kannst du sie nämlich wegschmeißen. So, da haben wir als allererstes Rainbow, Oberkönig der finsteren Welt. Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören, indem du ein finstere Weltmonster der Stufe 7 oder niedriger kontrollierst, auf die Hand zurückgibst. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt auf den Friedhof abgeworfen wird, du kannst deiner Hand eine finstere Weltmonster der Stufe 5 oder höher von deinem Friedhof hinzufügen. Außer Rainbow, Oberkönig der finsteren Welt. Dann, falls diese Karte durch einen Karteneffekt deines Gegners von deiner Hand auf den Friedhof abgeworfen wurde, du kannst ein finstere Weltmonster Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deinem Deck oder Friedhof auf eine beliebige Spielfeldseite beschwören. 3000, 1800. Coole Karte, auf alle Fälle. Dann haben wir als Neuerscheinung die Puppenspielerei der finsteren Welt als Schnellzauber. Wähle bis zu 3 Karten in einem beliebigen Friedhöfen, verbanne sie, dann wirf ein Unterweltlermonster ab während deiner Mainphase, außer in dem Spielzug, in dem die Karte auf den Friedhof gelegt wurde. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen und dann eins deiner verbannten Unterweltlermonster wählen, füge es deiner Hand hinzu. Du kannst nur eine Puppenspielerei der finsteren Welt pro Spielzug aktivieren. Okay, die kann man zweckentfremden sogar in Kuribo. Archive der finsteren Welt als dauerhafte Zauberkarte. Während deiner Mainphase, du kannst ein finstere Weltmonster abwerfen und falls du dies tust, erhalten finstere Weltmonster, die du kontrollierst, bis zum Ende des Spielzugs ATK in Höhe der Stufe des abgeworfenen Monsters. Mal 100. Falls ein Monster, dessen Grundtyp Unterweltler ist, durch den Effekt einer finsteren Weltkarte oder einen Karteneffekt eines Gegners von deiner Hand abgeworfen wird, selbst während des Damage-Steps, du kannst eine Karte abwerfen, dann ziehe 2 Karten. Du kannst jeden Effekt von Archive nur einmal pro Spielzug verwenden. Nice. Und dann haben wir unser Bossmonster, unseren Graffa, den Drachen, Oberherrscher der finsteren Welt. Ein Graffa, Drachenherrscher der finsteren Welt, plus ein finsternes Monster. Wenn dein Gegner einen Monstereffekt oder eine normale Zauberfallenkarte aktiviert, solange du eine oder mehr Karten in deiner Hand hast, Schnelleffekt, du kannst diesen Effekt aktivieren. Der aktivierte Effekt wird zu, dein Gegner wirft eine Karte ab.
Du kannst diesen Effekt von Graffa oder Drachenoberherrscher der finsteren Welt nur einmal pro Spielzug verwenden, falls diese als Fusionsbeschwörung beschworene Karte, die ihr Besitzer kontrolliert, das Spielfeld durch eine Karte deines Gegners verlässt. Du kannst einen deiner Graffa, Drachenherrscher der finsteren Welt, der verbannt ist oder sich in deinem Friedhof befindet, als Spezialbeschwörung beschwören. Dann wirft ihr der Spieler eine Karte ab. Ihr wisst, worauf das hinauszielt. Der Gegner startet nachher irgendwann einfach mal ohne Hand. Und wir lassen den Gegner einfach nicht mehr mitspielen. Ja, so einfach ist das. Dann haben wir den Amstantritt der finsteren Welt. Cooles Artwork, muss ich ja mal sagen. Mit dem Effekt: Während der Main-Phase beschwöre ein Unterweltler-Fusionsmonster als Fusionsbeschwörer von deinem Extra-Deck, indem du das auf dem erwähnten Material von deiner Spielfeldseite oder deinem Friedhof verbannst. Falls du diese Art ein finsterer Weltenmonster als Fusionsbeschwörung beschwörst, kannst du das Material auch Monster abwerfen. Während deiner Main-Phase, falls diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst diese Karte in der Hand hinzufügen, dann wirf ein finsterer Weltenmonster ab und du kannst natürlich wieder alles nur once per turn aktivieren. Haufen Support. Und dann kommen wir noch zu den Kleinkram, der auch gut ist. Ja, nicht davon abgesprochen. Genta, dem Torhüter der finsteren Welt. Du kannst Genta nur einmal pro Spielzug als Spezialbeschwörung beschwören. Du kannst diese Karte auf den Friedhof abwerfen. Füge deiner Hand eine Litoro der finsteren Welt von deinem Deck hinzu. Falls diese Karte verbannt wird und du eine finstere Weltkarte kontrollierst, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Nice. Searcher, Free Special. Und Pal, der Einsiedler der finsteren Welt, der hat ein richtig cooles Artwork. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt auf den Friedhof abgeworfen wird, du kannst ein finsterer Weltmonster in deinem Friedhof wählen, außer Pal, den Einsiedler. Beschwöre es als Spezialbeschwörung auf einer beliebigen Spielfeldseite. Dann, falls diese Karte durch einen Karteneffekt deines Gegners von der Hand oder Friedhof abgeworfen wurde, du kannst ein Unterweltlermonster, das verbannt ist oder sich in deiner Hand oder im Friedhof befindet, als Spezialbeschwörung auf einer beliebigen Spielfeldseite beschwören. Und du kannst natürlich wieder alles once per turn machen, sonst wäre es zu broken. Und als Konterkarte haben wir die Bestrafung der finsteren Welt. Wenn ein oder mehr Monster als normal oder Spezialbeschwörung beschworen würden, du kannst die Beschwörung annullieren. Und falls du es tust, zerstöre ihren Monster, dann wirf ein unterwelter Monster ab. Falls ein oder mehr finstere Weltmonster, die du kontrollierst, durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört würden, kannst du stattdessen diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Und das alles wieder mal once per turn. Ja, und dann kommen wir zu den klassischen Kramen. Rainbow, der Oberherr der finsteren Welt. Lucent, niederer Herrscher der finsteren Welt, der war ziemlich teuer. Latinum, Exarch der finsteren Welt. Gold, Wu-Fürst der finsteren Welt. Natürlich dazu den Silver, den Kriegsfürst. Und den Bronn. Und den Beige. Und den Bro. Und einen Scar. Und einen Kaki. Und einen Gren. Und einen Ceruli. Cool. Vanilla Monster finde ich auch immer nice. Zure, Ritter der finsteren Welt. Und natürlich Ranch, den Torwärter der finsteren Welt. Ja, und dann kommen wir zu den Reprints, die großartig abgezielt werden. Gut, die hatte schon Ultra Downgrade von seinem Secret. Aber ein Bigfoot in Common zu haben, ein Donnervogel, ein Mottenmann, der ging auch, glaube ich, mittlerweile ein Fünfer. Tsuchinoko hatte bis dato nur einen Print, jetzt für alle leichter ranzubekommen. Also auf alle Fälle das Danger Package, das kann ich mal ruhig mal so rauspacken. Das wollen bestimmt ein paar Leute haben. Lilith, die Dame der Wehklage, sagenhafter Rabe, Düsenjack, hat man mittlerweile 100 Stück von. Geschäfte mit der finsteren Welt, unverzichtbar, Ansturm, Zugang zur finsteren Welt, Blitzgewitter der finsteren Welt, ins Grab hinabziehen, Kartenzerstörung, alles legitime Karten. Die Kräfte der Finsternis, die Gehirnwäsche der finsteren Welt, dunkler Nebel, Geistesversetzung, Deckverwüstungsvirus, einen paläozoischen Dinomisches und die Karte, die nochmal easy für alle da ist, Skill Drain natürlich. Schon dafür lohnt sich das Structure nicht, wenn man nicht gerade so viele von den letzten Sets geöffnet hat, wo so viele Reprints des Kräfteraum drin waren, lohnt sich auf alle Fälle dieses Structure. Das von meiner Devise. Dann war die alte Coverkarte des Structure Decks von der finsteren Welt, Graffa, den Drachenherrscher der finsteren Welt, gefolgt von Snow, dem Unlicht der finsteren Welt und natürlich der Spiegelzauberkarte, die Tore der finsteren Welt. Dazu unseren Yami Yugi, ein Master Duel und ein Tactical Masters Set. Jo, das wär's gewesen zu dem Structure Deck Dark World. Wie gesagt,
Finstere Weltkarten sind mächtig, sie haben Potenzial, den Gegner ohne Handkarten starten lassen, ist schon ziemlich cool. So ein Danger Package kann man in vielen Decks mit einbauen, vor allem wenn sie hier immer neutral Special bzw. Karten ziehen. Für Finstere Deck ziemlich cool und natürlich das Skill Drain. Kommen leicht ranzubekommen. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass die Super Rare davon mal um 10er ging, die Rare mal um 10er ging. Wer es noch nicht hat, holt sich 3-Mann Structure Deck und schon seid ihr alle glücklich. Das wäre es von meiner Warte aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Videos von Nightmare 1989. Bis dahin wünsche ich alles Gute und macht's gut.